Lufthansa und Eurowings versuchen, den Flugplan zu stabilisieren durch Flugplanstreichungen, was vielleicht sogar das Ganze konterkariert. In Belgien sind Zehntausende von Streiks betroffen. Des Weiteren Emirates erhöht die Treibstoffzuschläge und das Ganze, glaube ich, zum vierten Mal. Weiter geht es mit 20% Rabatt bei Qatar Airways. Und wer mit Avios zahlt, bekommt auch nochmal einen Rabatt. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Danke, dass ihr nachgefragt habt. Natürlich ist das heute die Freitagssendung, aber an einem Samstag. Und ihr müsst natürlich auch nicht auf die Samstagssendung verzichten. Wir machen einfach zwei für euch. So ist das. Ganz wichtig an dieser Stelle, warum? Wenn ihr fragt, warum? Ja, ganz einfach. Ich hatte gestern Flüge und die sind ein bisschen verschoben. Ich wollte es eigentlich gestern bei der Zwischenlandung machen, aber dann war jetzt das Zeitfenster eigentlich geplant nur 1,5 Stunden. Die wollte ich dann eigentlich auch nutzen dazu, hatte aber dann bis zum Aufbauen und so weiter. Habe ich gedacht, ach, machst du doch nicht. Dann wurde der Flug verschoben um 1,5 Stunden nochmal. Und bis ich dann hier im Studio war, wäre es dann 9 Uhr gewesen. Und das war dann alles nicht mehr so optimal. Aber mit der heutigen Sendung fangen wir direkt an. Denkt dran, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, kommentiert unten und lasst uns ein Like. Das erste Thema, ja, Brüssel Airlines, Ryanair haben da Probleme in Brüssel. Wegen Streiks bei Brüssel Airlines und den Ryanair-Jungs sind über 40.000 Menschen betroffen. 300 Flüge wurden gestrichen. Warum? Brussels wird von einer Streikwelle komplett weggespült. Sowohl die Kabinenbesatzung als auch die Cockpitbesatzung legten am Donnerstag die Arbeit nieder. Die Beschäftigten, was ja eine Lufthansa-Tochter ist, die Brüssel, sagen ganz einfach, dass die Arbeitsbelastung und die kurzfristigen Änderungen der Dienstpläne einfach nicht optimal sind. Sie werden also bis zum heutigen Samstag streiken und man hat zwar bei Brussels Airlines versucht, den Streik der Flugbegleiter mit einer Einmalzahlung von 450 Euro abzuwenden, aber da war man dann nicht so happy. 533 zwischen Samstag und zwischen Donnerstag und Samstag geplanten Flügen wurden von der Brüsseler Fluggesellschaft abgesagt und daran waren 315 Verbindungen, darunter 38 Langstrecken. Man möchte die Passagiere auf Flüge innerhalb der Lufthansa-Gruppe umbuchen, setzt die natürlich auch im Europaverkehr A330er-Verkehr ein, zum Beispiel nach Nizza und Rom. Aber Freitag bis Sonntag kommt natürlich noch ein Arbeitskampf von den Iren dazu, von Ryanair. Und da fallen dann auch Flüge aus, 80 Verbindungen vom Flughafen Charleroi zum Beispiel. Unklar war da zunächst, wie viele Flüge am Sonntag ausfallen. Man versucht natürlich bei Ryanair die Mindestlohnregelung für das Kabinenpersonal in Belgien einzuhalten, was ich in meinen Augen als richtig empfinde. Wart ihr auch betroffen oder sagt ihr, hey, das interessiert mich nicht, ich fliege mit denen nicht? Aber ich denke mal, dass man natürlich, und das sieht man ja auch an den Kommentaren in den Foren, dieses Problem mit dem Personal weiter haben wird. Ihr merkt das ja schon, es geht ja auch dann weiter mit dem Thema direkt, wenn man sich das anschaut, bei der Lufthansa, die streichen bis zum Juli-Ende Dutzende Intercont-Flüge. Die Lufthansa fehlt nach der Aussage der Aero.de wegen Crewengpässen erstmals im so großen Umfang Kabinenpersonal, dass sie halt wirklich die Flüge nicht mehr ausführen können. Es sind 30.000 Menschen da betroffen, so sagt man. Das sind Zahlen im ganzen Lufthansa-Segment. Wenn alleine 40.000 bei der Brussels sind, sind 30.000 gleich wenig. Aber nun gut, schauen wir einfach mal. Auf dem Flugplan, den die Lufthansa hat, versucht man am Samstag am Drehkreuz Frankfurt 8 Intercont, 8 Deutschlandflüge, also 28 zu annullieren. Bei den Flügen, sagt Lufthansa, wären 5.795 Gäste betroffen. Am Monatsende fallen in Frankfurt nochmal 38 weitere Intercont-Flüge aus und 142 Kontinentalflüge. Eine kurzfristige Verbesserung jetzt im Sommer sieht man im Sommer leider nicht als realistisch an bei der Lufthansa, sagte Detlef Kayser, der übrigens Vorstand ist. Das hat er in der Welt gesagt.
Und natürlich verweist man darauf, dass das jetzt nicht unbedingt ein rein deutsches Problem ist, aber ich denke mal, dass es halt auch trotzdem selbst verschuldet ist. Bis 2023 rechnet man bei Lufthansa, dass man das Problem gelöst hat. 2023 ist das nicht noch lange hin, aber schauen wir einfach mal. Man will auch mehr als weitere 2000 Flüge in Frankfurt und München streichen. Warum? Ganz einfach, weil sich viele bei Corona krank melden. Die Billigtochter Eurowings, die sagen ja auch, dass man streicht. Und man möchte natürlich auch auf den klassischen Urlaubsstrecken Streichungen vornehmen. Wenn man das sich einfach anguckt, die 100 Flüge, die bei Eurowings ausfallen, gibt natürlich Riesenprobleme. Also insofern weiß ich nicht, ob das jetzt so passend ist. Auf der einen Seite ist die Anpassung der Flüge auch bei der Eurowings durch Herausnahme von Städteverbindungen leider auch teilweise gut gebuchte Strecken, das sind Pauschalreiseziele im Mittelmeer oder Fernziehen, Größenumfang, ist zwar unwahrscheinlich, aber kann auch passieren. Jetzt sagt man natürlich, hey, warum streichen die Flüge? Ja, steigende Corona-Inzidenzen ist das Thema, es gibt verschärfte Krankmeldungen und damit gibt es natürlich nicht nur bei der Fluggesellschaft Streichungen, sondern auch am Boden, heißt also Personal ist zu knapp. Man sieht ja die Schlangen in Flughäfen, Düsseldorf, da Köln war, glaube ich, einen Kilometer lang. Ich weiß nicht, wer das gemessen hatte, der WDR oder so. Das ist schon krass und da ist halt Personalmangel. Ich selber bin gestern ja auch in Berlin durch die Sicherheitskontrolle gegangen, habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich durchgekommen bin durch die normale, was eigentlich noch semi-okay war, wenn man überlegt, dass andere teilweise stundenlang gebraucht haben. Aber es darf halt einfach nicht das neue Normal sein. Da muss man halt einfach was machen, in meinen Augen. Wenn man jetzt das Thema Berlin nochmal rannimmt, dann kann man ja auch direkt in Berlin nochmal erwähnen, dass man jetzt ab sofort mehr Taxis hat. Warum? Ganz einfach. Berlin hatte natürlich Taxis, dass man Probleme bei Taxis, hat auch Taxis. Auch wenn das teuer ist. Jetzt dürfen halt im Moment 500 Berliner Taxi den Flughafen anfahren. Aber auch aus Brandenburg. Und jetzt hat man diese Lizenz nochmal um 100 erweitert. Das Gebiet der BR wird nicht nur von Berliner Taxis angefahren, denn der Damme-Spreewald in Hamburg schickt regelmäßig Autos auch in die Richtung des Hauptstadtflughafens. So wie ich zum Beispiel bei der ILA gemerkt habe, was da für Taxis standen. Die Flotte wird von 270 auf 400 Taxis erweitert. Und zusammen mit den Berliner Taxis sind es also wirklich dann fast 900 Taxis, die dann Fahrerlaubnis haben oder eine Abholerlaubnis. Und 2020 waren es 300 Taxis. Und ich persönlich in Berlin benutze jetzt mittlerweile den FEX. Oder aber, wenn es nicht anders geht, nehme ich halt ein Taxi im äußersten Notfall, was mir bis jetzt zweimal, es war zweimal, ich habe zweimal Taxi genommen, dann habe ich Schernau genommen. Ich habe aber auch vom Flughafen Uber genommen, so ist es richtig. Der Taxinotstand, ich weiß nicht, habt ihr, ob ihr es gemerkt habt, ist ja auch teilweise tageszeitabhängig und der Tageszeitpunkt, wo es blöd ist, ist natürlich frühmorgens und spätabends. Das ist halt das Dilemma. Dann geht's weiter mit Emirates Airlines. Einmal kurz, der 380er ist ja, wie ihr gesehen habt, in den Videos bei Emirates Airlines auf der ILA vorstellig geworden. Tim Clark, der CEO von der Emirates Group, ist da gewesen und hat dort schön Wetter gemacht. Aber Olaf ist nicht an Bord des Flugzeugs gegangen. Angela Merkel ist ja mal fast 40 Minuten zum Leidwesen des Protokolls an Bord gegangen und hat gesagt, nee, ich gucke mir das Ding jetzt mal an oder so. Und Olaf hat es nicht gemacht, aber man hat auch ganz klar im Bundeskanzleramt gesagt, man erlaubt Emirates nicht, Berlin anzufliegen als fünfte Strecke, weil laut Staatsvertrag darf man in Deutschland nur 4 Flughäfen anfliegen. Ganz genau, das ist Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München und man möchte halt Berlin nicht erlauben. Finde ich persönlich eigentlich jetzt nicht so prickelnd. Warum? Ganz einfach. Ich denke ganz einfach, man sollte Emirates hinlassen. Wenn Lufthansa da nicht hinfliegen will oder von da aus nach Dubai fliegen will, warum soll es Emirates nicht machen? Also das ist jetzt so meine Meinung, auch wenn ich kein großer Emirates-Versteher sein möchte oder sonst was. Aber ihr könnt ja einfach mal schreiben. Nichtsdestotrotz hat Emirates jetzt die Treibstoffzuschläge wieder mal erhöht. Und bei Skywards sind die Preise wirklich explodiert. Es gab Senkungen, natürlich zu Corona-Zeiten,
Aber die sind ja auch schon lange, lange, lange vorbei. Vor 3 Monaten, glaube ich, war es, wo es dann den Punkt erreicht hat, wo es dann teurer geworden ist. Man hat natürlich die Preise um 50% gesenkt. Davon gab es dann natürlich für Flüge von Europa in die USA logischerweise immer über Dubai 200 Euro circa fällig. Aber diese Preissenkung ist halt wirklich, ja, ist Geschichte. Dieser neue Höchststand, den man jetzt erreicht hat, geht natürlich auch auf keine Kuh out. Und da muss man einfach sagen, für einen Hin- und Rückflug in der Business Class von Frankfurt nach Dubai werden natürlich neben den 90.000 Meilen 887 Euro Zuschlag fällig. Das ist wie teurer als bei Lufthansa. Ne? Also da könnt ihr jetzt meckern, wie ihr wollt. Bei Lufthansa ist das billiger im Moment. Und wer nach Sydney fliegen will, muss nun sogar 285.000 Meilen fliegen. Ist ja auch weiter weg. Aber der Treibstoffzuschlag geht auf 2.350 Euro hoch ungefähr. Das ist absolut krass. Also wenn man diese neuen Erhöhungen sieht, ich finde das einfach nicht mehr normal. Es hieß doch früher immer, das sind Freiflüge. Aber frei von was? Frei von Bezahlung. Aber jetzt ist es mittlerweile so eine Veranstaltung, dass man bezahlen muss. Und das finde ich dann persönlich schon etwas sportlich. Qatar Airways, der andere Golf Carrier, der hat ja umgesattelt auf Avios. Und das ist ja einmal eine gute Sache. Der Privilege Club von Qatar Airways hat jetzt einen Zelt, 20% Rabatt. Natürlich sind die Steuern und die Gebühren nicht inkludiert. Die Flüge von Europa haben auch nur einen Rabatt für bestimmte Ziele. Wichtig ist, dass vom 23. Juni bis zum 7. Juli diese Reisen bis 5, also zum Buchungszeitraum ist 23. Juni bis 7. Juli, so ist richtig. Und vom 15. August bis zum 10. November, das ist der Reisezeitraum. Und der Outbound-Sektor, also man muss rausgeflogen sein am 31. Oktober und der letzte Inbound muss vor dem 10. November sein. Wichtig ist Promocode SOMEM22 und dann gibt es diesen Rabatt. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich kann man noch die Ziele nennen. Ziele wären dann zum Beispiel, gucken wir einfach mal von den verschiedenen Abflughäfen, AGP, AMS, ANA, ach, soll ich sagen, was es ist? Natürlich Amsterdam, Stockholm, Athen, Barcelona, Berlin, Brüssel, Budapest, Kopenhagen, Oslo, Mailand, München, Manchester, Madrid, London, Heathrow, Larnaca, Oslo, dann Porto, Prag, Sofia, sogar aus SVO, ist das nicht Russland? naja, nichtsdestotrotz, also sind einige Ziele da. Also insofern schaut es euch an, ich will euch nicht damit langweilen. Das letzte Thema, auch wieder aus der Sicht der Meilen, der Punkte und des Status, ist bei der British Airways. Da geht es natürlich auch mit Avios. Da kann man vielleicht ein bisschen besseren Value bekommen. Und zwar gibt es dort einen Verkauf in den United Kingdom. Und zwar ist der Verkauf mit Avios bis zum 27. Juni und man kann bis zu 4-fache Meilen ausgeben oder Wert bekommen. Wenn man also zum Beispiel 5 Pfund bezahlt, bekommt man 250 Avios bis zur maximalen Menge von 10.500 Avios, die 210 Pfund kosten. Beim Einweg sieht das ähnlich aus, allerdings ist es bei den höheren Werten, also bei niedrigen Werten 5 Pfund, da ist das auch 250 Avios und so weiter. Aber dann wird es weniger, wenn man 105 Pfund bezahlt, was ja eigentlich die Hälfte ist von 10.500, kriegst du nämlich auch 5.250 bei Einwegstrecken. Und wenn man in den United Kingdom ist, dann macht das durchaus Sinn. Wichtig, anwendbar nur auf die Economy oder Premium Economy. Warum? Ganz einfach, weil es sonst keinen Sinn macht. Danke, dass ihr heute bei der Freitagsausgabe aber an einem Samstag dabei wart. Denkt dran, abonniert den Kanal. Danke euch nochmal, dass wir über 2000 gekommen sind. Lasst uns ein Like da und den, wichtig, den Notification-Button. Also den müsst ihr drücken, das ist die Glocke. Und Kommentar habe ich auch gesagt, weiß ich nicht, sage ich einfach nochmal Kommentar. Also danke, dass ihr heute da wart und bis später zur zweiten Ausgabe am heiligen Samstag.